Kuckuck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Arcania. Der Gothic Tale. Der von viel verschmähte, aber doch offizielle vierte Teil der Gothic Saga. Jo. Wir befinden uns jetzt hier wieder mal in einer Höhle. Jo, daran sollten wir uns gewöhnen für die Zukunft. Jo. Wir haben das letzte Mal eine Folge Erhack besiegt. Mit Leichtigkeit, mit absoluter überlegener Leichtigkeit, weil ich so affenstark bin und Pfeile schießen kann. Ja. Und jetzt reden wir erstmal mit diesem Erik hatten wir gerade geredet. Ja, ja, HMM. Ja. Das es war gut, dass du da warst. Dein Körper hat unseren Stamm gerettet. Meine Pfeile. Danke. Mein Körper? Mehr nicht? Doch, natürlich. Das will ich doch hoffen. Eriks Seele ist stark. Dein Körper, Eriks Seele. Zusammen seid ihr unbesiegbar. Als ob ich denn seine bescheuerte Seele brauche hier, oder was? Ja, Silbersee-Org, Silber, Schamane hatten wir gerade. Silber, noch jemand. Irgendwo habe ich doch Celester hier gehört, sag mal. Der hat doch wieder gebrüllt, ja, mein Freund. Bin ich jetzt so blind? Ne, da sitzt er doch. Na, Lester. Ark-Kurugura, Erik Skabus. Da kämpfe ich lieber noch einmal gegen Erhack. Das Gesöff würde ich nicht überleben. Was machst du hier? Trittst du jetzt dem Stamm bei? Nein, mein Freund. Ich werde hier ein wenig mitfeiern, aber dann muss ich selbst nach einem Weg zurück ins Sumpfland suchen. Melok hatte leider keinen Erfolg. Oh. Was flattert hier rum? Innerstatue, den nehmen wir mit. So, Lester. Viele Grüße an Robert den Dritten. Ja, raus hier. Es ist bedauerlich, wenn man jetzt wirklich mal die Gothic-Reihe fortführen wollte. Der Sprecher von Lester ist leider verstorben. Ja. Wo kommst du denn auf einmal her? Sei mir gegrüßt. Ja, Quarke, los. Ein Mensch, sage mir, Fremder, hat Giltor dich geschickt? Ja, Giltor hat mich geschickt. Ich bin hier, um dich zu retten. Guter Mann. Guter, treuer Giltor. Erhack ist tot. Du bist frei. Ich stehe tief in deiner Schuld, Fremder. Sobald ich zurück auf meiner Burg bin, wirst du reich belohnt werden. Doch zuvor hätte ich noch eine Bitte an dich. Worum geht's? Um meine Männer. Zargasch, der Grausame. Erhacks rechte Hand hat sie vor kurzem ins Gebirge getrieben, wo sie Holz schlagen sollen für die Ork-Befestigungen. Nach der Schlacht und den langen Tagen im Käfig bin ich zu schwach, um die Orks zu erschlagen und meine Männer zu retten. Kannst du es für mich tun? Mach dir keine Sorgen und geh zurück in deine Burg. Ich kümmere mich um deine Männer. Wo sind sie? Der Weg zur Burg zweigt irgendwann nach Osten in ein kleines Wäldchen ab. Dort wirst du sie finden. Es gibt aber noch ein Problem. Zargaschs Kumpanen sind da draußen und durchkämmen mit ihren Schergen die Gegend. Wenn sie meine Männer bei der Flucht erwischen, werden sie sie töten. Es gibt noch mehr von diesen fiesen Ork-Kriegern? Sind sie wie Erhack? Ja, sie sind nicht von hier. Sie sind aus Myrtana. Sie sind mit dem Krieg hierher gekommen. Sei auf der Hut. Hark und Urshul sind fast so gefährlich wie Erhack. Lass dich nicht von beiden auf einmal erwischen. Na schön. Sieht so aus, als müsste ich auch Hark und Urshul und ihre Schergen töten. Halt die Augen offen. Wir sehen uns in der Burg wieder. Möge Adanos deinen Arm lenken, Fremder. Nee, möge meine Maus seinen Arm lenken. Ja. Sind das etwa die Orks, die ich vorher schon platt gemacht hatte vor der Höhle? Davon ist auszugehen. So. Wir gucken uns aber nochmal fix um hier. Vielleicht haben wir hier noch was. Aber, nein. Naja. Ja, das Holzfällerlager, dort waren wir ja schon mal. Aber da war noch keiner da. Hier hinten noch irgendwas? Nö. Nee, wir suchen. Notfalls gehen wir später nochmal hier rein. Und durchsuchen unten das Ding. Aber jetzt gehen wir erstmal hier. Was? Ja.
sei mir gegrüßt. Warte, warte mal. Ich habe mich da viel zu wenig umgeguckt hier. Wo hat er seinen Thron? Ich wollte noch mal hinter den Thron gucken. Steht hier vielleicht noch irgendwo eine Truhe oder sowas? Meistens bei Gothic 3 waren ja manchmal hier Truhen dahinter. Hätte ja sein können, dass Spellbound Entertainment. Wenn man länger dazwischen quatscht, dann gibt's. Haue. Hätte ja sein können, dass Spellbound Entertainment Espiranha bald gleich getan hat und Truhen hinter den Thron gepackt hat. Aber den scheint nicht so zu sein. So. Na? Was los? Erik hat Erhag erschlagen. Eure Seelen sind gerettet. Große Freude! Erik, unser Anführer! Du bleiben! Feiern! Skaboos! Skaboos ist nicht meine Sache. Aber ich wünsche euch viel Vergnügen. Oh, jetzt dürfte eigentlich niemand mehr in der Hütte unten sein, oder? Wo Lester und die Orks waren. Gehört die Hütte jetzt mir, aber was soll ich damit? Ogbosch, Erhag ist tot. Ja, König. Wer ist kaputt? Hass, Auftrag, Hagrosurischul. Da unten sind sie noch, diese komischen. Hä? Ach, sie sind bestimmt auch gespannt. Dann müssen wir mal gucken, wo die sind. Und da unten ist der Kringel. Es sind vier erst rumgerannt. Ich hab nur drei erwischt. Da fehlt noch einer. Den hole ich mir. Da unten ist er. Na, kriege ich den mit der Waffe kurz und klein, also werden wir sehen. Wir probieren mal unser Glück erst mit unserer neuen feurigen Waffe. So, komm her, Kollege. Der haut ja immer noch plus viermal zu. Was ist das für ein Scheiß? Ich hab das doch. Warte mal. Ich hab das Falsche gemacht. Ich wollte das hier haben. Scheiße. Ich will das zurücknehmen. Verdammt, ich hab das Falsche gemacht. Naja, beim nächsten Level ab dann. Ich werde aber auch mal mehr Sachen in den Fernkampf ballern. Weil wir beim RH gerade gesehen haben, ist das auf jeden Fall besser. Jo, Map. Und die anderen haben wir alle. Was ist denn hier alles? Bittere Medizin. Das arbeiten wir natürlich dann gleich alles noch ab. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch, wo wir schon einmal gewesen sind. Ich wollte in der Folge, na gut, wir haben gerade das angefangen, aber... Nimm schon wieder. Och nö. Ich darf natürlich jetzt kein Klopapier essen. Verdammt nochmal. Lass mir Ruhe. Hier ist mal eine Rolle. So, Kollegen. Nö. Das ist natürlich nicht unbedingt förderlich. Scheiße. Nee, das hat keinen Zweck. Ich muss erstmal unten die Blutfliegen wegmachen. Und wenn ich dann rückwärts hier runter renne, renne ich bloß den Blutfliegen hier vor die Schnauze.
Wo sind die Dinger? Und die hier? Waren die hier? Ach, das ist in Scavenger. Ja, warte mal. Wo waren denn die Blutfliegen, die mich erst gerade gepiesackt haben? Egal. Oder? War noch hier auf dem Weg gewesen irgendwo. Ah. Oh. Ah. Hat aber auch eine lange Leitung, das Ding. Mit den drei Orks zu kämpfen in der Höhle sollte ja nicht reichen für das Spiel. Das müssen ja jetzt ja doch eine ganze Horde hier oben sein. Oh, ihr wisst, wie viel Pfeile ich noch hab. Wie gesagt, wir machen das wieder mit Pfeile. Was ist denn da unten? Das ist noch so ein Ork. Was war er noch? Warte mal. Hey, 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 Kollege, hey! Wo rennst du hin? Hast du meine Männer befreit? Noch nicht. Lass sie nicht warten. Sie haben es nicht verdient. Hark und Urschul sind tot. Beeindruckend. Das ist wahrlich beeindruckend. Oh. Jetzt hör auf, mir hier die Zeit zu rauben. Ich wollte es gar noch in der Folge geschafft haben. Ich weiß nicht, ob ich im Anschluss gleich eine dritte aufnehmen kann, aber... Warum eigentlich nicht? Wir haben heute Donnerstag, heute ist kein Stream extra, deswegen heute ist Aufnahmetag. Und dann müssen wir noch Tomb Raider aufnehmen. Ja. Hallo? Okay. Das war einer. So, steck weg. Sammel den Scheiß hier ein. So, weil Jan. Und natürlich muss es wieder anfangen zu pissen, ja, ehrlich. Die Magie ist tatsächlich komplett für den Arsch. Eigentlich traurig.
Okay, das waren zwei. Speichern. Wie gesagt, Nahkampf ist das A, Fernkampf ist ja das A und O. So. Komm, Kollege, du kriegst auch noch was. Ja, ja. Weiß. Ups. Da bist du mir mal voll in die Schussbahn gerannt, eh? Ja, Kollege. So, Leute. Ein Wunder. Dich schickt Adanos, Fremder. Nein. Ivy schickt mich. Nicht Adanos schickt mich, sondern Lord Garvan. Lord Garvan? Ist er wohl auf? Ja. Ihr hättet ruhig mitkämpfen können. Ich... Du hast recht, Fremder. Die Orks haben uns entmannt. Dann schlage ich vor, dass ihr eure Männlichkeit vom Boden klaubt und in die Burg schleppt. Soll ich euch begleiten? Nein, Fremder. Wir haben uns bereits genug beschämt. Es wird Zeit, dass wir lernen, wieder aufrecht zu gehen. Eure Männlichkeit liegt hier irgendwo auf dem Boden rum. Achtung, nicht auf die Bälle, Männer, treten. Sieh an. Jo. Der Kerl hat was drauf. Oh, aufpassen. Sieht man die irgendwo? Nö. Jo. Hier in dem Tal hatten wir uns ja schon mal umgeguckt und nichts weiter gefunden. Also da brauchen wir jetzt auch nicht weiter hier. Jo. Aldrich, Soldat, Ritter, das sind alles hier Nodems. Oh, oder haben die irgendwas zu sagen? Sieh an. Nö. Der Kerl hat was drauf. Jo. So, jetzt gehen wir zurück in die Burg. Und holen uns unsere dicke, fette Belohnung. Oh, man brennt noch. Das gesehen, wie der gefeuert hat. Was? Nee, Hazel nicht. Wo ist eigentlich das Hazel, das mir hinterher gerannt kommt? Das war mal hier irgendwo in der Ecke. Oh. Die Sonne kommt raus. So, na? Na? Immer noch große Fresse? Schau an, er lebt noch. Hm. Überrascht dich das? Ein wenig ja, aber unser Baron hat uns schon von deinen Heldentaten berichtet. Wenn das mal alles so stimmt. Was soll das heißen? Nichts, nichts. Schon gut. Das will ich auch meinen, Großbaron. Was? Nichts. Das muss ich mir von jedem sagen lassen, der Pip heißt. Ja. Natürlich stehe ich wieder in der falschen Richtung, ja. Scheiß Dialoggrafik. Wir gehen jetzt in die Burg und machen dort den Rest. So, wir kümmern uns noch um ein paar andere Quests hier. Aber so sind wir auch mal besser ausgestattet dann. So, na, wo ist die Burg? Ach, hier auf dem Nebenzweig. Stimmt. So. Geht es dir gut? Nein. Du hast mit mir gesprochen. Seitdem geht es mir schlechter. Ja, warte mal. Was wolltest du haben? Welche war die Hübsche? Die war die Hübsche. Ich will mit der Hübschen reden. Ach, Mann. Hast du das Teichkraut? Hier. Ich habe eine frische Lieferung Teichkraut für dich. Warum hol ich dir ab? Ja, das ist es. Die Verwundeten werden sich freuen. Dann gib es ihnen. Danke. Hier. Dieses Rezept habe ich für dich aufgeschrieben. Ich habe es von meiner Großmutter. Wie ein warmer Apfelkuchen. Garvan ist in Sicherheit. Ich habe davon gehört. Wir alle sind sehr froh, dass unser Herr unversehrt ist. Sein Gesundheit. Stolz dürfte allerdings etwas angekratzt sein. Das wird heilen. Jo. So, jetzt gehen wir. Oder hier, wo ist er drin? Hier ist er drin. Wo zeigt er mir an? Hier. Hast du mein Skizzenbuch? Oh, war ja was. Ja,
aber für den Zustand bin ich nicht verantwortlich. Bei meinem Amboss! Was ist das für ein Gestank? Wie ist das passiert, Bursche? Das willst du nicht wissen. Glaub mir. Ist es jetzt nutzlos? Mal schauen. Eine Schande. Das meiste ist hin. Aber hier, das kann ich dir beibringen. Dann wollen wir mal, aber mach besser schnell. Wie steht es bei dir? Unser Lord ist wieder in der Burg. Adanos sei Dank. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Ich bräuchte mal ein paar neue Pfeile. Was haben wir denn hier alles? Ach komm, behalt den Scheiß. Wie viele Kröten haben wir? 2500. Was war das hier? Geheimnisse der Schmiede. Stahl. Bestimmte Rüsten, oder mal. Ich muss nach gucken, Rüstungen verbessern. Boah. Ach nee, das war. Jetzt verwechsel ich gerade schon wieder mit Odyssey. Ach man. Nee. Ich gehe mich jetzt erstmal reich belohnen lassen. Gratuliere! Was ist das denn schon wieder dort? Harasch der Grausame. Muss ich den jetzt erst kaputt machen? Warte mal, wir gehen nochmal runter. Wer kommt denn hier gewandert? Ach, immer noch du. Ich dachte, du bist in der Burg. Die erzählen noch die ganze Zeit von dir. Hast du meine Männer befreit? Ja. Deine Männer sind auf dem Weg nach Hause. Dich hat Adanos geschickt. Ein Retter in der Not. Komm doch nicht mal mit dem Adanos. Ich helfe gern, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Ganz Argan steht tief in deiner Schuld. Du hast einen Wunsch? Sage ihn frei heraus. Ich werde ihn erfüllen. Ich bin auf der Suche nach einem verschollenen Tempel und ich habe gehört, dass es hier auf der Burg ein Archiv mit alten Karten gibt. Vielleicht finde ich dort einen Hinweis auf die Lage des Tempels. Du willst unser Archiv besichtigen? Was für ein weiser und bescheidener Wunsch für einen Mann deines Alters. Er sei dir gewährt. Geh einfach in den Keller unserer Burg. Dort findest du den Eingang zum Archiv. Hier ist der Schlüssel. Danke. Ich habe zu danken. Komm noch einmal zu mir, wenn du in unserem Archiv gewesen bist. Ich brenne vor Neugier, ob wir dir bei deiner Suche helfen konnten. So. Ich hoffe mal, dass du bis dahin in der Burg angekommen bist. Ich wollte eigentlich in der Folge noch was erreichen, aber ob ich das noch schaffe... So, da gehen wir erstmal jetzt in die Bücherei oder die Bibliothek, in das Archiv hier. In die Videothek. Gratuliere! Ja, in der Videotheken gibt es ja heute auch nicht mehr. Hallo! Ja. Das war aber bestimmt nicht oben das Ding, das war unten. Oder? Denke ich mal. Warte mal, wo habe ich denn die Fackeln? Ja. Besser. Hier runter, genau. Ja. Hat dir irgendjemand erlaubt, die Wackeln wegzustecken? Was haben wir? Altes Pergament. Liebste Cluster, Chester. Cluster. Das ist wahrscheinlich der letzte Brief, den ich dir schreiben werde. Aethons Truppen stehen vor den Toren und unsere Vorräte sind knapp. Sollte Burg Silbersee fallen, hoffe ich, dass du deinen den Siegelring unserer Familie für unseren Sohn bergen wirst, wenn die Truppen des rechtmäßigen Königs die Burg zurückerobert haben. Den Siegelring habe ich im Doppelboden einer unscheinbaren Truhe versteckt, in dem Turm, auf dessen Zinnen wir uns zum ersten Mal geküsst haben. Noch jetzt wird mir wohl ums Herz, wenn ich an diesen nahen, makellosen Augenblick denke. Der Silbersee ist so nah, dass man ihn beinahe greifen kann. Die Sterne wie funkelnde Brillanten über unseren Köpfen. Damit diese gierigen Setarifer unseren Turm nicht
Besudeln werde ich den Schlüssel in einer Matratze in den oberen Gemächern verstecken. Neben dem Kaminarsaal. Hier bricht der Brief ab. Ja, warte mal, habe ich das jetzt drin? Die alte Karte. Ja. Karte, alte Karte von Argan. Warte mal, wo ist das Ding? Festgegenstände. Alte Karte von eine alte Karte. Dürfen wir nicht ansehen. Die Buchständer, die waren eigentlich auch vollkommen sinnfrei. Naja. Ist ja nicht so, dass man hier irgendwelche Punkte dafür kriegt. Jo, mach mal hier die Fackel an, habe ich gesagt, Mensch. So, hier liegt noch was. Ja. Das war alles. Nur wegen dem Kartenfragment und müssten wir hier runter. Na gut, okay. Respekt. Jo, danke. Die Fackel, die hat Geld gekostet. Der Kerl hat was drauf. Ja, ja. So, speichern. Und dann reden wir mit dem hier. Warte mal. Och, meine Fresse nochmal. Sei mir gegrüßt. Krieg ich jetzt. Warte. Ah, da bist du ja wieder. Hast du etwas gefunden, das dir bei deiner Suche nach dem Tempel hilft? Ja. Ich habe eine alte Karte gefunden, auf der tatsächlich ein Tempel im Weißaugengebirge eingezeichnet ist. Aber die Karte enthält keinen Hinweis, wie man zu dem Tempel gelangt. Nun, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Mich haben vor ein paar Wochen zwei Magier aus Tushu aufgesucht, die dasselbe Anliegen hatten wie du. Wer waren diese Magier? Ich kann mich leider nicht mehr an ihren Namen erinnern, aber sie waren im Auftrag der Bruderschaft unterwegs. In Tushu kann man dir sicher sagen, wer sie waren. Dann werde ich nach Tushu gehen. Ich dachte mir schon, dass du diesen Weg einschlagen würdest. Deshalb habe ich Giltor befohlen, diese Schriftrolle bereitzustellen. Denn du musst wissen, der Weg nach Tushu wurde während des Erdbebens von einer Gerölllawine verschüttet. Diese Schriftrolle enthält einen Zauber, der Steine in Bewegung versetzt. Ich wollte mit ihrer Hilfe den Weg nach Tushu räumen, doch nun gebe ich sie dir. Oh, warte mal. Wo war jetzt der andere? Ich habe zu tun. Wo war jetzt der Giltor? Ich muss mich um die Belange mein. Ich will jetzt noch den Giltor finden. Erstmal klauen wir die Innerstatuette. Du hast unseren Baron gerettet. Wir alle danken dir. Ihr müsst mir nicht danken. Dass ich Lord Gawain gerettet habe, war doch selbstverständlich. Wäre es aber nicht für jeden gewesen, mein Freund. Und nicht jeder wäre dazu in der Lage gewesen. Wo habt ihr denn das Gerümpel untergebracht? Im Wachturm. Dem mit dem spitzen Dach. Was soll ich jetzt finden in der Dunkelheit hier? Hier mit dem spitzen Dach. Ja, da drüben. Sieh an! Der Kerl hat was drauf! Ja. Ja, da. Was ist hier? Ja, das habe ich doch schon. Warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich das schon ausgeräumt hier. Das Ding.
Da darf ich noch nicht hin. Warte mal. Sieh an. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Hallo. Nö. Der Schmied? Wo ist der Schmied? Der Kerl hat was drauf. Sei gegrüßt, Bursche. Lang lebe Lord Garvan. Warte mal. So, ist gleich Feierabend für heute. Ich würde gerne meine Waren ansehen. Das ist das, was ich hab. Naja. So. Okay. Dann würde ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.